Die Nacht ist tiefschwarz und ruhig. Eine Frau streicht durch die einsamen Straßen. Es ist die junge Gillian, die ein ausgefallenes Hobby hat. Sie sucht nach Häusern, deren Besitzer offensichtlich verreist sind und richtet sich dort ein. Das Problem ist, dass sie dieses Mal das Haus eines Serienkillers erwischt hat. Sie verschafft sich Zutritt zu dem Anwesen und wird bereits erwartet. Meine Lieben und willkommen zu meiner neuesten Buchvorstellung. Heute habe ich für euch Die Spur von Richard Layman. Erschienen ist das Buch im Heine Hardcore Verlag, hat 480 Seiten, kostet als Taschenbuch 9,99 € und als E-Book 8,99 €. Das Buch wurde mir auch vom Heine Hardcore Verlag zur Verfügung gestellt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ja, Die Spur ist mittlerweile der 11. Roman, den ich von Richard Layman gelesen habe, und seine Bücher begeistern mich wirklich immer noch. Wie es der Teufel will, ist es sogar der dritte Band in Folge oder das dritte Buch in Folge, das in den Wäldern spielt bzw. sich mit Campingurlaub auseinandersetzt. Zuerst habe ich ja In den finsteren Wäldern gelesen, danach Der Wald und jetzt eben Die Spur. Ich finde Laymans Schreibstil einfach richtig toll. Die Settings, die er kreiert, die er entwirft und die Charaktere, denen man begegnet, finde ich immer wieder aufs Neue extrem ansprechend. Und der vorliegende Roman von ihm besitzt in meinen Augen unverkennbar den typischen schnörkellosen und geradlinigen Stil von Layman, den ich so schätze an ihm. Und ja, in der Spur haben wir zwei parallel verlaufende Handlungsstränge. Nachdem wir bereits im ersten Kapitel einen grausamen Mord miterleben dürfen, lernen wir anschließend im ersten Handlungsstrang Gillian kennen. Gillian ist eine sehr attraktive, eine finanziell abgesicherte Frau. Gillian hat aber ein sehr exotisches Hobby. Sie steigt in fremde Häuser ein, während deren Besitzer Urlaub machen oder verreist sind, und gönnt sich dort Urlaub. Sie macht in fremden Häusern ein paar Tage Urlaub, dokumentiert sogar alles für sich mit ihrer Fotokamera, macht sich Notizen dazu, schläft in deren Betten, badet dort, nutzt Pools, wenn sie vorhanden sind, ist dort, also das volle Programm. Finde ich richtig krass, diese Idee. Ja, auf ihrem neuesten Urlaubsausflug so gesehen, läuft allerdings einiges aus dem Ruder. Zum einen wird der Nachbar auf sie aufmerksam, sie flirtet sogar mit ihm und verstößt so gegen ihre Prinzipien eigentlich, da sie sich nicht auf Nachbarn einlässt, zur Sicherheit, dass sie eben nicht auffliegt. Und zum anderen landet sie ausgerechnet in dem Haus eines durchgeknallten Perversen, eines Serienmörders. Im zweiten Handlungsstrang geht es um Rick und seine Freundin Bird. Rick ist ein traumatisierter, erfolgreicher Arzt, der in allem und jedem einen mutmaßlichen Vergewaltiger sieht, selbst aber fast fremd geht im Laufe der Geschichte und seine Augen nicht unter Kontrollen hat. Also eine Person voll mit Widersprüchen in meinen Augen eigentlich. Ein typischer Charakter für Layman-Romane, muss ich an dieser Stelle anmerken. Fand ich wieder richtig cool. Und ja, die beiden machen einen Wanderurlaub in der Sierra Nevada. Dort treffen sie auf weitere Layman-typische Entwicklungen. Sie treffen auf ein mutmaßliches lesbisches Pärchen, auf das Rick dann auch scharf ist, auf eine von beiden zumindest, auf drei durchgeknallte Jugendliche, die die Mädels bespannen, und einen durchgeknallten und absolut verrückten Prediger namens Angus, der Berglöwen als Haustiere hält. Also, wenn man sich so das schon mal anhört, ist typisch für Layman.
Was die beiden Handlungsstränge miteinander verbindet und wie sie zusammenlaufen, obwohl die Schauplätze wirklich 500 Meilen entfernt spielen, verrate ich euch an dieser Stelle nicht. Das müsst ihr natürlich selber rausfinden. Bei Die Spur handelt es sich um einen im Vergleich etwas ruhigeren Layman. Wenn ich jetzt zum Beispiel so an Bücher denke wie In den finsteren Wäldern oder Der Keller, da ist dieses Buch schon sehr, sehr ruhig im Vergleich. Layman konzentriert sich hier auch sehr auf die Charakterentwicklung. Hat mir sehr, sehr gut gefallen auch und ist ihm sehr gut gelungen in dem Buch. Ich finde, dieses Buch ist wirklich geeignet auch für die Layman-Einsteiger, die noch nicht so viel von ihm gelesen haben. Denen könnte ich das Buch empfehlen, da es eben nicht ganz so hart ist wie seine anderen Werke. Es fehlt dieses Layman-typische, sexuelle, naive fehlt nicht. Wir haben auch genug Gewalt in dem Buch, genug Brutalität, so wie man es auch von Layman kennt, nur eben etwas, ich sag mal, abgeschwächter. Deswegen, ich finde, das Buch würde sich auch eignen für Leute, die Richard Layman noch nicht gelesen haben. Alles in allem gebe ich Richard Laymans Die Spur 9 von 10 Punkten. Ich hoffe, meine Buchvorstellung hat euch gefallen. Falls ihr Die Spur schon gelesen habt, lasst mir einen Kommentar da, wie euch das Buch gefallen hat. Wir sehen uns auf jeden Fall in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao.